Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe Biologie befinden wir uns hier in der zweiten Vorlesung und hier möchten wir uns mit den Grundlagen der menschlichen Anatomie befassen. Schauen wir mal, worum es dabei geht. Erstmal werden wir uns anschauen, was denn die anatomisch wichtigsten Bausteine sind. Das machen wir am Beispiel des Menschen. Dann schauen wir uns an, wie es denn zur Entstehung des aufrechten Gangs kam. Und schlussendlich schauen wir uns unter Punkt 3, 4 und 5 den Aufbau von Knochen, Muskeln und Nerven an. Darüber hinaus werden wir natürlich auch klären, was deren Funktionen sind. Okay, legen wir mal los. Und zwar mit Thema 1, die wichtigsten anatomischen Bausteine am Beispiel des Menschen. Die Anatomie, was ist das erstmal? Das ist ein biologischer Pfad und der beschreibt im Prinzip den Aufbau eines Lebewesens. In der Medizin ist das dann adäquat. Die wichtigsten anatomischen Bausteine sind dabei Muskeln, die erhalten Reize aus dem Nervensystem und ermöglichen daher die Bewegung. Nerven, die leiten die Reize weiter und ermöglichen so die Steuerung des Körpers über das Gehirn und des Rückenmarks. Und Knochen, welche im Prinzip das Grundgerüst darstellen und dem Körper Stabilität verleihen. Wie kam es denn zur Entstehung des aufrechten Gangs? Also der heutige Mensch, für die es nicht wissen, Homo sapiens sapiens, stammt von den Menschenaffen ab. Dieser gehört zu der Gruppe Hominidae. Dabei unterlief der Mensch wesentlichen Veränderungen. Erstens, sein Gesäß breitete sich aus, dadurch erhielt er mehr Stabilität für den aufrechten Gang. Dann, wenn man Affen bedenkt, die haben ja eine sogenannte Greifzehe. Die diente einst dazu, dass sie verschiedene Sachen wie Äste oder so umklammern könnten, ähnlich wie unseren Daumen. Die hat sich bei uns zurückgebildet, sodass wir mit den Füßen zwar jetzt nicht mehr zugreifen können, aber durch die flache Fußoberfläche nun eine sichere Stahlfläche für den aufrechten Gang erhalten haben. Was man hier auch gut in den beiden Bildern sehen kann. Ja, unsere Wirbelsäule hat sich weiterentwickelt, und zwar zu der sogenannten doppelt S-förmigen Wirbelsäule. Und durch ihren strukturellen Aufbau verleiht sie unserem Rumpf mehr Flexibilität und Federung, sodass es für uns einfacher ist, den Stoß beim Auftreten abzufangen. Wichtig war auch, dass unser Gehirn immer mehr an Größe und Komplexität zunahm und wir dadurch überhaupt in der Lage waren, verschiedene schwere kognitive Aufgaben zu lösen. Jetzt aber die Frage, das ist der aufrechte Gang, aber warum kam es denn dazu? Gibt es verschiedene Thesen. Die bisher bekannteste war die Savant-Hypothese, die mittlerweile widerlegt worden ist. Die stammte von Jean-Baptiste Lamarck und im Prinzip sagte die, dass sich die Menschenaffen von den Wäldern auf Savannen langsam ausdehnten. Da diese kaum Bäume hatten, war ein aufrechtes Gehen sehr sinnvoll, weil man dadurch ein weiteres Feld überblicken konnte, als wenn man sozusagen so halb aufrecht, wie Affen das machen, über den Boden schlendern. Wie ich schon sagte, gilt diese These als widerlegt, weil Fossilienfunde belegten, dass die ersten aufrecht gehenden Menschenarten in Wäldern lebten. Und da wäre der Vorteil halt durch den aufrechten Gang nicht gegeben, dass sie eine weitere Sicht hätten. Etabliert hat sich dann die Waadt-Hypothese und die begründet sich halt darauf, dass Menschenaffen beim Durchqueren von flachen Gewässern ihre Arme heben. Wie man ja auch gut im Beispiel sehen kann, wo dieser Gorilla aufrecht durch einen Fluss wandert. Das hat sich natürlich als vorteilhaft herausgestellt, da so nämlich der Kopf zum Atmen über Wasser gehalten werden konnte. Zweiter Vorteil, die allerdings auch in einer anderen These gegeben war, ist, dass die Hände jetzt nicht mehr für den Gang benötigt werden. Und damit ist es möglich, mit ihnen Werkzeuge herzustellen, Objekte zu ergreifen und auch beides zu benutzen. Damit sind wir auch schon beim Thema Aufbau und Funktion von Knochen. Ja, was erst einmal Knochen sind, das ist ein stabiles Innengerüst, ein sogenanntes Endoskelett der Wirbeltiere. Das haben nicht alle Tiere, aber Wirbeltiere ist halt eine der großen Gruppen. Wir Menschen sind Vertreter der Wirbeltiere, wir haben etwa 205 Knochen. Warum sage ich etwa? Das tut tatsächlich von Mensch zu Mensch ein wenig variieren. Okay, schauen wir uns mal den grundlegenden Aufbau an. Kommen wir zunächst zum Aufbau.
Ganz außen befindet sich die Knochenrinde, die auch Substantia corticalis genannt wird. Und diese bildet den stabilen äußeren Rand eines Knochens. Ein Großteil des Knochens, der nicht sozusagen zum Hohlraum gehört, ist das porige Schwanggewebe, das ein Großteil des inneren Knochens bildet. In dem befindet sich auch Knochenmark und es wird Substantia spongiosa genannt. Wie ich schon sagte, ist es ein feinporiges Netz aus Knochengewebe und in dessen Hohlräumen befindet sich halt jenes Knochenmark. Dann haben wir noch die Markhöhle, die Cavitas medullaris, in der befindet sich ein Hauptteil des Knochenmarks. Und im Prinzip ist die ein Freiraum im Zentrum und das Knochenmark befindet sich halt in diesem Freiraum und der Knochen ist damit angefüllt und das Knochenmark hat die wichtige Funktion, Stammzellen zu enthalten und so fast alle möglichen Zellen ausbilden zu können. Dann haben wir noch die äußere Knochenhaut, die Perios genannt wird. Die umhüllt halt den Knochen außerhalb und hüllt das Knochenäußere im Bindegewebe ein. Natürlich gibt es dann auch eine innere Haut. Die innere Knochenhaut namens Endost hüllt im Prinzip die Markhöhle im Bindegewebe ein, sodass der gesamte Knochen von außen und innen mit einer Markgewebshöhle aus Bindegewebe umhüllt ist. Was viele nicht wissen ist, dass Knochen stark durchblutet sind und in ihnen befinden sich halt dementsprechend viele Blutgefäße, was allerdings auch nötig ist, was wir in einer späteren Vorlesung zum Thema Blut sehen werden, weil auch in den Knochenhöhlen durch das Knochenmark Blutzellen gebildet werden und die müssen ja auch irgendwie in den Blutkreislauf kommen. Das war im Prinzip schon der ganze Aufbau von Knochen. Schauen wir uns jetzt mal die Funktion an. Die bekannteste Funktion, die sich auch aus der reinen Logik ergibt, ist halt einfach, dass es ein stabiles Gerüst ist, damit der Rest, das restliche, relativ wabblige Gewebe, sage ich mal, irgendwo auch Halt hat. Zweite Funktion, auch wenn man darüber nachdenkt, auch logisch, Schutz der inneren Organe. Knochen sind halt sehr fest und nur schwer zu durchdringen. Und zuletzt, Bildung von Blutplättchen, roten und weißen Blutkörperchen durch die Stammzellen. Eine sehr wichtige Funktion, die aber meiner Erfahrung nach nicht jedem bekannt ist. Darauf werden wir später, wie ich auch schon mal sagte, noch genauer und deutlich tiefer eingehen. Aber jetzt schließen wir erstmal mit den Knochen ab und kommen zur Aufbau und Funktion von Muskeln, genau den Skelettmuskeln. Es gibt verschiedene Muskeltypen, es gibt auch den Herzmuskel, der ist ein bisschen anders aufgebaut. Aber wenn man von Muskeln landläufig spricht, meint man meist die Skelettmuskeln und daher schauen wir uns diese mal genauer an. Was Muskeln sind, weiß eigentlich so jeder. Sie durchziehen im Prinzip den ganzen Körper und ermöglichen durch Erschlaffen und Anspannen das Ausführen von Bewegungen. Das wird auch Kontraktion genannt. Ja, der Aufbau von Muskeln ist ein bisschen komplizierter. Großteil besteht erstmal aus Muskelfasern. Die sind hier abgebildet und in der englischen Beschriftung mit Muskelfiber gekennzeichnet. Wichtig von diesen ist, sie verlaufen der Länge nach durch den Muskel und liegen gebündelt als Muskelfaserbündel vor. Die sind also natürlich nicht einzeln unterwegs. Zwischen den einzelnen Fasern und Faserbündeln liegt Bindegewebe, das auch Faszie genannt wird. Das dient halt der Festigkeit und auch der Möglichkeit, dass sie sich beim Ausdehnen nicht verdrängen. Ja, Muskeln sind natürlich auch stark durchblutet, haben daher Blutgefäße, die sich zwischen den Muskelfaserbündeln befinden. Die dienen natürlich dazu, den Muskel mit Blut und damit mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen, damit er seine Tätigkeit überhaupt ausführen kann. Dann haben wir noch das innere Bindegewebe, das Endomysium. Und das umhüllt halt die Muskelfasern und hat wie alle anderen Bindegewebe auch eine Stabilisierungsfunktion. Wenn es das innere Bindegewebe gibt, gibt es natürlich auch das äußere Bindegewebe, das Epimysium. Und das umhüllt im Prinzip den kompletten Muskel. Wir haben sozusagen ein inneres, ein äußeres und ein mittleres Bindegewebe. Und dazwischen liegen halt die Muskelfasern, welche zu Muskelfaserbündeln gebündelt sind. Das ist so das ganze Geheimnis eines Muskels. Zumindest der anatomische Teil. Der physiologische Teil ist deutlich komplexer. Okay, kommen wir zur Funktion. Was machen Muskeln? Naja, Muskeln dienen ja zur Kontraktion. Aber wenn man sich mal herleitet, woher der Begriff Muskel kommt,
muss man sich mal das lateinische Wort für das Mäuschen anschauen. Das heißt Musculus. Und das ist nämlich so, wenn man mal einen Muskel betrachtet, wenn er angespannt ist, sieht er aus wie so ein kleines Mäuschen. Daher hat man ihn Musculus oder auf Deutsch Muskel benannt. Muskeln dienen, wie ich schon sagte, der Bewegung des Körpers. Und sie werden unterschieden in folgende Hauptkategorien. Wir haben einmal die Skelettmuskeln, die wir uns jetzt auch genau angeschaut hatten. Die werden auch in der Regel als gestreifte Muskulatur betitelt. Wichtig bei denen ist, dass sie bewusst gesteuert werden können. Hier sieht man im Bild auch wunderschön die gestreifte Skelettmuskulatur. Das wurde unter einem Lichtmikroskop aufgenommen. Wie schon erwähnt, haben wir auch den Herzmuskel, der auch nicht bewusst gesteuert werden kann und befähigt ist, das Herz befähigt, Blut zu pumpen. Wichtig ist, dass der Herzmuskel im Prinzip auch nicht direkt vom Körper gesteuert ist, sondern dass er autonom ist und auch sozusagen ohne Gehirnaktivität funktionieren kann. Last but not least haben wir die glatte Muskulatur. Sie kann nicht bewusst gesteuert werden. Das ist zum Beispiel die Darmmuskulatur. Wir können nicht manuell unseren Darm anspannen. Zwar den After- und die Schließmuskeln dort, aber halt nicht die Darmmuskulatur. Und wir haben halt auf sehr, sehr viele dieser Muskeln, die wir nicht so bewusst steuern können. Ja, und damit kommen wir zum Thema Nerven. Das menschliche Nervensystem setzt sich aus Nerven und Gliazellen zusammen. Und schauen wir uns einfach mal den Aufbau an. Ist gar nicht so kompliziert, finde ich persönlich. Da haben wir zunächst einmal Soma, das ist der Zellkörper mit Zellkern. Der enthält aber auch Mitochondrien, endoplasmatisches Retikulum und den Golgi-Apparat. Und im Prinzip ist er das Steuerzentrum eines Nerven, wenn man so wollte, das kleine Gehirn. An dem befinden sich Fortsätze, die Dendriten genannt werden, welche dazu dienen, Erregung anderer Zellen aufzunehmen. Am anderen Ende befindet sich das Axon, oder beziehungsweise auch das Axon, je nachdem wie man es spricht. Dieses leitet Erregungen weiter und verfügt auch über Gliazellen. An das Axon tun sich dann die Synapsen anschließen, und die Synapsen stellen eigentlich die Verbindung zwischen den Nervenzellen dar. Das sind sozusagen die Schnittstellen, mit denen sie untereinander kommunizieren können. Ja, das war schon das ganze Geheimnis vom Aufbau eines Nerven. Wozu dienen Nerven? Naja, bekannt ist, denke ich, dass sie die sogenannten Informationshighways unseres Körpers sind und sozusagen die Reizweiterleitung oder auch Datenübertragung übernehmen. Das funktioniert über elektrische Impulse oder aber auch über die chemischen Botenstoffe, je nachdem wie schnell es gehen muss und wie effizient es sein muss, werden dann aber auch in Sekundenschnelle aufgenommene Reize über die Nerven zum Gehirn geleitet, wo diese verarbeitet werden. Und nach der Verarbeitung wird eine Reaktion in Form eines Reizes vom Gehirn ausgesandt, sofern das als nötig geachtet wird, und wiederum über die Nervenbahn zu den betreffenden Muskeln geleitet, welche dann eine Bewegung ausüben. Wie sieht es also aus? Also, wir nehmen Reize auf mit einem Sinnesorgan, zum Beispiel mit dem Auge. Der Reiz wird dann mittels chemischer oder elektrischer Signale über einen Nerv zum Gehirn transportiert. Dort findet dann die Verarbeitung von dem Reiz statt. Er wird analysiert und ausgewertet. Und über einen Nerv wiederum wird dann eventuell eine Reaktion, ein eigener Reiz, der vom Gehirn ausgesendet wird, abgeschickt. Und der kann zum Beispiel an einen Muskel geleitet werden und dazu führen, dass dieser Muskel Bewegung ausführt, so wie wir das machen oder wie ich gerade beim Sprechen das mache, indem mein Gehirn sagt, du möchtest gerne Töne machen, bitte bewege folgende Muskeln. Okay, machen wir dazu eine kleine Übung, damit das sich auch ein bisschen festigt. Ich musste die Übung aus Platzgründen in zwei Folien spalten, das stört euch hoffentlich nicht. Wer meine Videos kennt, weiß genau, was jetzt kommt. Bitte pausiert einfach das Video an der Stelle, löst die Aufgaben, springt dann zur nächsten Übungsfolie, macht dasselbe dort. Wenn ihr fertig seid, lasst das Video danach weiterlaufen. Ich springe direkt zu der Lösung, die ihr dann sehen werdet, und wir können zusammen vergleichen, wie gut denn das jetzt alles geklappt hat. Ich wünsche euch wie immer viel Erfolg. Ja, wir hören uns gleich wieder. Okay, kommen wir zur Lösung. Die erste Aufgabe lautete: Nenne drei evolutionäre Entwicklungen des Menschen,
die ihn von seinen Affenvorfahren unterscheiden, und erläutere kurz, warum sich diese Anpassungen als vorteilhaft erwiesen. Was hatten wir denn da? Naja, wir haben ein größeres Gehirn, was uns schnellere und effizientere Denkvorgänge ermöglicht. Des Weiteren haben wir jetzt eine doppelte S-förmige Wirbelsäule, welche uns bei der Stabilisierung beim aufrechten Gang hilft und uns Federung und erhöhte Flexibilität verleiht. Dann haben wir noch unsere Greifzehe, beziehungsweise unsere können wir nicht sagen, aber die Greifzehe von unseren Vorfahren umgebildet, sodass wir jetzt einen glatten Fuß haben. Und durch diesen haben wir mehr Balance und Standfestigkeit beim aufrechten Gang. Zudem hatten wir auch eine Verbreiterung des Beckens. Das führte wiederum auch zu einer erhöhten Stabilität für den aufrechten Gang. Okay, dann kam jetzt zweitens die sogenannte Watt-Hypothese, die erläutert werden sollte. Ich habe mal die wichtigsten Sachen in blau markiert, weil man natürlich nicht auf eine komplett richtige Formulierung bauen kann, aber so die in blau genannten Sachen sind so die Keywords, sage ich mal, wie das heutzutage so schön heißt, die ungefähr so enthalten sein sollten. Okay, wie habe ich das versucht kurz zu formulieren? Ich lese es direkt einfach mal vor. Die Watt-Hypothese begründet die Entstehung des aufrechten Gangs und wird dadurch untermauert, dass man bei Affen beobachtet hat, dass diese den aufrechten Gang ausführen, wenn sie durch Gewässer waten, woher sich der Name ableitet. Diese Anpassung hat sich als vorteilhaft erwiesen, da so ein flaches Gewässer überwunden werden konnte, da der Kopf nicht mehr unter Wasser gehalten wurde. Ein weiterer Vorteil bestand darin, dass die Arme nun nicht mehr zum Gehen benötigt wurden und daher das Heben und Bedienen von Werkzeugen ermöglicht wurde. Ja, so ungefähr solltet ihr das auch haben. Kommen wir zum zweiten Teil der Lösung. Und zwar Aufgabe 3 war ja, man sollte die blauen Pfeile hier beschriften und dazu die passenden anatomischen Begriffe zum Aufbau eines Knochens finden. Ja, das ist recht schnell gelöst. Pure Auswendiglernaufgabe, würde man so sagen. Da haben wir erstmal links den Endos, also die innere Knochenhaut. Darunter finden wir die äußere Knochenhaut, den Periost. Und unten links der Pfeil waren die Blutgefäße. Oben rechts war die Substantia corticalis, die Knochenrinde, an der sich der nächste Pfeil anschließt, und zwar das Schwammgewebe mit Knochenmark, sogenannte Substantia spongiosa. Wenn Knochenmark hier nicht mitsteht, ist das nicht so tragisch, weil das Gewebe heißt trotzdem so. Mit Knochenmark ist natürlich nicht der passende Name. Und in der Mitte befindet sich die Markhöhle cavitas medullaris, in der sich ebenfalls Knochenmark befindet. Ja, so ist halt der Aufbau eines Knochens. Kommen wir zu Teil 3 mit Aufgabe 4. Welche drei Hauptfunktionen erfüllen Knochen? Eigentlich auch eine sehr einfache Aufgabe, zwei davon sind ja rein logisch. Erstmal ist er ein stabiles Gerüst. Wir werden durch unsere Knochen uns schützen wir damit unsere inneren Organe. Und nicht zuletzt werden in diesen Bildung von roten Blutkörperchen, Blutplättchen und weißen Blutkörperchen gebildet. Fünftens, nenne fünf Bestandteile von Muskeln. Ja, da haben wir das äußere Bindegewebe, auch Epimysium, dann die Faszie, das mittlere Bindegewebe, wenn wir so wollen, oder einfach nur Bindegewebe, das innere Bindegewebe, Endomysium, im Prinzip, wenn man drei Bindegewebe hat, ist die Aufgabe schon halb fertig, dann haben wir Blutgefäße, Muskelfasern und die Muskelfasern zusammen, die Muskelfaserbünde. Fünf davon hätte man wissen müssen. Ich denke, das wäre möglich gewesen. Okay, kommen wir zu viertens. Das war vielleicht ein bisschen schwerer, weil hier muss man auch kreativ werden. Hier habe ich das Bild nicht vorgegeben. Ich habe natürlich meine Zeichnung kopiert, weil es etwas schlecht macht, auf meinem Monitor zu zeichnen. Aufgabe war, zeichne schematisch eine Nervenzelle und beschrifte die wichtigsten Bestandteile dieser. Ja, da haben wir die Dendriten, die so die Fortsätze, wenn wir so wollen. Dann das Soma, also der Zellkörper mit Zellkern und Mitochondrien, Golgi-Apparat, endoplasmatischen Retikulum, Synapsen und nicht zuletzt das Axon. Mit Gliazellen kann man schreiben, ist aber nicht so zwingend notwendig. Ja, das war schon alles. Ich hoffe, es hat euch interessiert, hat ein bisschen Spaß gemacht, war vielleicht auch sogar lehrreich. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, wann auch immer ihr das Video seht. Genießt eure Zeit. Das Leben ist zu kurz für langweilige Dinge. Ich sage Tschüss und würde mich über eine gute Bewertung freuen.